Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und zwar zeige ich euch heute, wie man ein cooles 5x5 Badezimmer bauen kann. Und ja, ich würde sagen, geht direkt los. Wir nehmen erstmal für den Fußboden Quarz. Also finde ich zumindest am besten. Natürlich hier auch wieder, wenn ihr einen anderen Boden haben möchtet, könnt ihr das gerne machen. Und an sich, die Farben müsst ihr nicht direkt so übernehmen. Ich mache es nur so, weil ich es halt persönlich am besten finde. Und ja, damit hätten wir den Boden schon mal. So, dann bauen wir als erstes eine Toilette. Und dafür brauchen wir die Treppen aus Quarz. Oder aus was auch immer ihr benutzen wollt halt. Dann brauchen wir eine Eisen-Trapdoor, einen Steinknopf und ein Endrod. Das da ist. Perfekt. So, wir machen das dann so hier in die Ecke. So, zack. Dann den Spülkasten drauf. Das ist jetzt quasi so die Form. Machen wir noch den Deckel drauf. Die Spülung dann tatsächlich. Und das Endrod-Teil ist dann quasi so eine Klobürste nebenbei. Sieht eigentlich ganz cool aus. So. Das nächste, was wir machen, ist ein Waschbecken bauen. Dafür brauchen wir auch wieder die Quarztreppen, die hätte ich gar nicht wegtun müssen. Actually. Hoppala, zack. Dann brauchen wir dafür Wassereimer. Und was wir auch brauchen, ist Eis. Denn es gibt einen ganz coolen Effekt, den man machen kann. So eine Art Spiegel quasi, wenn man so möchte. Und ja, den machen wir hier hin. Erstmal haue ich da die Blöcke weg, die fallen leider runter, deswegen mache ich da oben nochmal neu hin. Wenn ihr Eis hier hinbaut, dann ist das ja quasi so ein bisschen durchsichtig und ein cooler Effekt wäre jetzt quasi, dass ihr dieses Zimmer hier nehmt und genauso nochmal hier hinbaut und dann würde es so aussehen, dass man tatsächlich in den Spiegel schaut, weil man schaut durch und sieht dann genau dasselbe, dieselbe Einrichtung nochmal nur gespiegelt, nur man sieht sich selber halt nicht, also den Charakter quasi. Das ist ein bisschen doof, aber so die Idee ist eigentlich ganz cool. Aber ansonsten kann man das, denke ich, auch als Spiegel so lassen, wenn man es so baut oder... Wenn ihr unbedingt auf 5x5 bleiben wollt, dann macht ihr es halt so. Aber ich finde es so halt ein bisschen cooler, weil es ja noch ein bisschen mehr Tiefe hat. Und so werde ich es dann jetzt auch lassen. Für das Waschbecken machen wir einfach hier die Treppen so zur Wand. Gerichtet quasi. Ich ziehe hier nochmal kurz was hoch. Das kann man hier einfach nochmal schnell machen. Zack, zack, zack. So. Hoppala. So, zack. So, dann habt ihr hier quasi das Waschbecken. Ich mache da jetzt mal Wassereimer schon mal rein. Dann ist da quasi schon Wasser drin. Als Wasserhahn benutzt ihr dann so einen Tripwire-Hook. Finde ich eigentlich immer ganz cool. Und dann habt ihr noch diese Seegurke und die könnte dann quasi so ein, ja, so ein Zahnputzbecher sein. So. Das nächste, was wir machen, ist so ein kleines, so eine Ablagemöglichkeit für Handtücher. Und als Handtücher nehmen wir hier die Banner. Und zwar machen wir das am besten hier direkt daneben. Und zwar machen wir dafür einfach so ein, ja, so eine Ablagenflächen hier mit den Treppen. Und hängen da dann einfach die Banner ran. Das sieht dann aus wie so, Handtücher, die so über so eine Heizung gelegt wurden oder sowas, oder die an so einem Haken hängen vielleicht. Eigentlich auch ganz cool. Man braucht natürlich auch jedes Badezimmer. So, das nächste, was wir machen, ist jetzt noch eine Dusche und eine Badewanne. Und dafür nehmen wir wieder Quarz natürlich. Wenn ich die Stufe finde, super. Und ich würde sagen, wir machen hier ein Fenster rein. Was eigentlich immer ganz cool ist, aus einer Badewanne ausschauen zu können. Und dann machen wir hier einfach mal ein Eckfenster hin, würde ich sagen. So, dafür brauchen wir natürlich noch Scheiben. Ich nehme einfach mal weißes Glas. So, zack, zack, zack. So. Und ich würde sagen, wir machen das so. Dann so und so. Also das ist jetzt quasi die Form. Damit verbinden wir nämlich sowohl die Badewanne, die hier hinkommt. Ich kann das ja mal hier eben noch ein bisschen auskleiden. Und die Dusche, die hier hinkommt. Man hat dann immer so ein kleines Becken hier quasi. So ein Beckeneffekt, dadurch, dass man das hier einen halben Block tiefer hat. Und hier eben genau dasselbe. Das gefällt mir eigentlich ganz gut und auch bei der Badewanne ist es ja meistens so, dass man keine extra Stufe hat, um da hochzugehen, sondern halt tatsächlich so die Kante, wo man dann halt so rüber geht. Und bei einer Dusche ist es ja meistens so, dass man irgendwie so reingeht quasi. Und das kann man dann hier ganz gut machen. So, für den Abfluss habe ich auch eine ganz coole Idee und zwar nehmen wir dafür einmal die Quarzsäulen und einmal eine Eisentrapdoor. Weil wenn man die Quarzsäule hier so reintut, dann sieht das schon so ein bisschen so aus, als wäre das ein Ablauf in der Mitte, als würde es immer so ein bisschen tiefer gehen. Und wenn wir dann noch eine Eisentrapdoor drauflegen, sieht das aus wie so ein Abflussfilter-Ding irgendwie. Das ist eigentlich ganz cool. Das mache ich hier auch nochmal hin. Und was natürlich ein bisschen blöd mit diesem Concrete Powder ist, ist, dass es ja, wenn es mit Wasser sich berührt, oder wenn das von Wasser berührt wird, dass es dann halt zu diesem anderen blauen Zeug wird. Deswegen mache ich das hier mal eben schnell weg. Und mache stattdessen da smoothen Quarz hin. So, und das mache ich hier vorne dann auch nochmal. Und hier auch. So, und hier unten natürlich auch. Sieht einfach ein bisschen besser aus. Und was man dann noch cooles machen kann, ist bei der Dusche, dass man so eine kleine Ablagen quasi macht. So macht man das dann so ungefähr auf Augenhöhe, wo man dann hier so quasi irgendwie Shampooflaschen und so reinstellt. Was man auch noch richtig cooles machen kann, was ich auch immer sehr gerne mache, ist, dass man quasi so einen Duschvorhang macht. Und zwar benutzt man dafür einfach so die,
gefärbten Glasscheiben und macht die so ungefähr und macht dann in die Mitte davon noch ein Eisengitter. Dann sieht das aus, als wäre das ein Griff, den man so nach links zieht und dann ist das hier irgendwie alles zu oder so. Gefällt mir auch sehr gut. Was ich auch schon mal gesehen habe, ist, dass man dann so Banner daran hängt, was dann irgendwie so ein Duschvorhang sein soll oder so, aber das finde ich persönlich nicht so geil. Deswegen würde ich das einfach mal so lassen. Was ich auch noch vergessen habe, ist ein kleiner, das, wo das Wasser rauskommt, so ein kleiner Wasserhahn quasi. Und zwar ist hier die Idee, dass es quasi von dieser Seite hier kommt, das Wasser, und dann hier halt so reinfließt in die Badewanne. Apropos reinfließt, da können wir eigentlich jetzt mal Wasser hinsetzen. So. Perfekt. So. Und was man natürlich auch noch machen muss, ist eine Decke. Jetzt machen wir hier einfach so ein paar von den Säulen. Setzen in die Mitte dann eine Seelaterne, einfach für die Lichtquelle. Und was wir dann machen, ist, dass wir hier oben Halbsteine hinmachen. Das sorgt nämlich für so einen ganz coolen Effekt, dass man unten, oder halt in dem Raum drin ist, oben noch so ein bisschen von den Säulen sieht. Und das ist halt ein ganz cooler Effekt. Das sieht dann so aus, als wäre da oben noch so eine extra Linie einmal langgezogen. Gefällt mir auch sehr gut. Und was man auch noch machen könnte, wäre vielleicht hier oben die auch nochmal austauschen, damit das so ein bisschen einheitlicher ist. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, ist hier auf dem Fußboden eine Art Handtuch nochmal, wo man dann irgendwie nach dem Duschen raufgeht oder so und sich dann hier, oder ein Teppich könnte es auch sein, und sich dann hier eben die Handtücher holt. Und das ist an sich so das ganze Design, was ich mir überlegt hatte. Natürlich könnte man hier jetzt auch noch eine Tür reinmachen, das können wir eigentlich auch nochmal schnell machen. So, dafür nehme ich einmal kurz nochmal so eine Treppe, zack. Da unten machen wir dann auch nochmal so einen hin und dann nehmen wir mal hier eine Birkentür am besten. So, zack. Und dann wäre es das auch schon. Man hat hier eigentlich alles, was man braucht. Man hat eine Badewanne, eine Dusche, Toilette. Man hat hier diverse Plätze, wo man irgendwelche Sachen hin tun könnte und sogar noch ein Waschbecken. Und das alles sogar noch ziemlich cool, finde ich. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann schreibt mal Hashtag Badezimmer in die Kommentare. Oder beziehungsweise, wenn ihr ein bisschen geschaut habt, Hashtag Badezimmer. Muss euch ja nicht gefallen haben, aber wäre ganz cool. Und ansonsten würde ich sagen, haut rein, Jungs und Mädels und Haustiere. Und ja, ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Ciao.